Moin moin und hallo, hier ist wieder Eifel22 und guten Morgen an die meisten von euch wahrscheinlich. Ich versuche mich jetzt an der MG36 Klasse, die mir Thomas aka Nolese, ich habe immer noch keine Ahnung, wie man den ausspricht, hinterlassen hat sozusagen. Hier, ihr könnt kurz das Video stoppen, wenn ihr sie sehen wollt. Das ist eine grausame Klasse. Ich habe erst nachgedacht, ob ich das mit Taktik spielen soll. Herrschaft zum Beispiel, damit ich die Javelin besser verwenden kann. Der Störer vielleicht auch was bringt. Aufklärung. Ach, und dann dachte ich mir so, nee, fuck this, das bringst du einfach möglichst schnell hinter dich. Und deswegen spiele ich jetzt Team Deathmatch. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Wahrscheinlich auf Village finde ich gar nicht so schlimm, nur ich weiß nicht, wie gut da das MG drauf, also das MG36 drauf ist. Ich habe gestern sehr viel mit den beiden Jungs, also hier Xurion LOL und Nolesee, zusammen gespielt. Und hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wahrscheinlich machen wir es heute wieder oder so. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich ja willkommen. Und ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich habe so viel MW3 wie noch lange nicht mehr gespielt. Und es hat trotzdem Bock gemacht. Also, ja. Finde ich auf jeden Fall cool. So. Jetzt geht das auch mal los hier. So, Team Deathmatch Open Village. Unterstützen Sie gerne den Team, greifen Sie an oder sind Sie eher ein Einzelkämpfer? Mit den Angriffspaketen bestimmen Sie es. Ja, cool. Ich hoffe, es leckt jetzt nicht, weil ich einfach mal in 1920x1080 aufnehme, cool wie ich bin. Und wenn es leckt, dann haben wir ein Problem. Im Moment ist die Framerate noch bei 50. Was irgendwie komisch ist, weil ich meine, es ist der Ladebildschirm. Da kann die Framerate auch bei 5 sein. Ist egal. So. Ja, komm, hier, ne? Bisschen schneller laden vielleicht. Der Ladebildschirm ist immer so eine Sache. Wenn man aufnimmt, dann dauert das so ewig. Wenn nicht aufnimmt, dauert das 5 Sekunden und wenn man aufnimmt, irgendwie eine halbe Minute. Ist doch unverhältnismäßig. Eigentlich würde ich ja jetzt gerne lustige Musik einspielen, aber da ich noch After Effects verwende, kann ich das nicht. Und deswegen mache ich jetzt erstmal mein Handy an. So. Ich sag jetzt einfach nicht den Code. Oh, es geht los. Haben wir bestimmt fast nichts von dem Spiel verpasst. So, auf geht's. Team Deathmatch, bla bla. Demütig, ich sehe keine Gnade. Ja, ja. Ey, jetzt höre ich einen Javelin oder was? Was geht denn da? Direkt mal die Javelin verwenden, weil ich meine, wann soll ich die eh das nächste Mal verwenden? So, natürlich nicht einen einzigen Menschen getroffen. So. Erstmal einen Störer an die Brücke gesetzt. Damit da die Leute gestört werden. Woher wusste er das und warum lebe ich noch? Okay, ich frag gar nicht erst. Ich find's gut. Ich lebe. Cool. Ich laufe jetzt extra leise. Ich fürchte eigentlich, dass einer von der Brücke auskommt. Warum wusste ich das und warum nein? Nein, mit einer schallgedämpften FMG 9. Was ist denn das? Ich glaube es nicht. Alter. Ach du Scheiße. Na, wo ist er? Ey, zumindest zwei. Und zwei KD, wenn ich die halte, bin ich vollkommen zufrieden mit der Klasse. Zwei KD ist schon super. Oh, Alter, jetzt explodiert erstmal was oder was? So, Störer. Ich habe auch den Menschen da gesehen. Deswegen. Er ist ein bisschen asozial, wenn ich das schon hinziehe, aber ich meine, was soll ich machen? Alter! Warum treffe ich denn auf einmal Menschen?
Warum treffe ich denn manchmal Menschen? Da freut man sich und dann ist man erstmal wieder nicht aufmerksam und kriegt direkt eins aufs Maul. Ja. So, der Störer bringt da so gut wie gar nichts, aber nur gut. Ah, schade. Hätte er klappen können. Ey, lasst mich durch, ihr Spaten. Ey, wenn ich jetzt sterbe, ne? Ja, okay. Durch eine Spaß 12. Sag ich gar nichts zu, weil wenn er mich damit killt, ist das sein Verdienst. Echt so Zeug im Respekt, dass er noch die Geduld hat, mit einer Spaß 12 zu spielen. In diesem Spiel. So, und ich laufe jetzt extra andersrum, damit ich nicht in meine eigene Gemini laufe. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Ach ja, was kann ich denn erzählen? Ja, gestern habe ich mit den Jungs hier schön Gun Game und so gespielt. Wir haben Shotgun Only Gun Game gemacht. Deagle Only Gun Game und am Ende, wenn man dann das Einsatzschild hatte, weil das war eigentlich immer die Endwaffe, dann wurde erstmal gefeiert, weil das war lustig. Immer so, Killy, Killy, Killy. Also wir haben zu dritt gespielt und haben sich die zwei immer, die noch drunter waren, verschworen dagegen. Das war trotzdem so lustig. Ich erwarte ja jetzt eigentlich, dass ein Gegner kommt. Ich töte mich jetzt einfach mal selber. Habe ich Bock zu? Ja. Mit Ansage. Ich töte mich erstmal selber. Entschuldigung. Das Gute ist ja, mein Team ist eigentlich anscheinend gar nicht schlecht, denn wir liegen in Führung. Ja, das war irgendwie nicht so intelligent, da hätte ich abbrechen können. So, random Messer. Einmal muss das sein. Von da. Ey, das ist so lächerlich. Man kann einfach nicht mit dieser Waffe schießen. Diesem Setup spielen. Schießen. Holt sie runter. Was? Ach ja, und es ist wieder Double XP, wie ihr wahrscheinlich seht. Also falls ihr noch halbwegs gefallen an Modern Warfare 3 findet, jetzt ist die Zeit dafür. Warum lebe ich? Eigentlich würde ich ja gerne noch einen Killstreak erreichen. Naja, stattdessen sterbe ich lieber durch. Naja, gut. Ich will mich gar nicht beschweren. Auf geht's. Ich würde gerne mal wissen, wie weit die Messer fliegen. Ich weiß das ja gar nicht. Ich verwende die. Insofern. Ja, das Setup geht aber eigentlich. Ich meine, es ist nicht das Geilste, klar, aber. Ja, okay, doch nicht. Es war ein kurzer Anflug von, ey, so scheiße ist das ja gar nicht, aber. Doch. Doch. Ist einfach kacke. Ah ja, und das Beste ist, wenn ihr mal in einem Private Match seid, dann macht mal das Leben auf doppelt und dann macht man mit einem Wurfmesser Match. Und man killt nicht mehr mit einem Wurfmesser. Das geht nicht. Man killt nicht mehr mit dem Wurfmesser. Das ist so lächerlich. Na gut. 11 zu 9 ist jetzt nicht der beste Score. Ist eigentlich sogar ein ziemlicher Scheiß-Score, wenn man ehrlich ist. Aber dafür, dass das so eine Klasse ist, ich verstehe gar nicht. Ey. Vielleicht probiere ich ja noch ein paar mit der Klasse. Na gut, auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video doch. Und ihr könnt wie immer eine Klasse drunter schreiben, sowohl Battlefield 3, da ist aber, finde ich, so ein Klassengameplay schwerer zu machen. Oder halt MW3. Ja, und dann würde ich, würde ich mal ein bisschen stottern. Und ich freue mich aufs nächste Mal und tschüss.